Hallo und herzlich willkommen im Sports von meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde Kingdom Comes Deliveries in der Season 2. In der Season 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind immer nur auf dem Weg Richtung Scarlet. Ich muss noch ein bisschen eben auch nebenbei ein bisschen was einsammeln. Grüße gehen mal raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir zu Kingdom Comes Deliveries gefunden habt und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehend hier an meinen YouTube-Kollegen, die Jungs, die hier bei mir verlinkt sind. Die machen alle geile Videos, die machen alle geile Projekte. Schaut mal bei einer vorbei. Hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar und es geht mir im Spaß von der schaut die Videos von Anfang bis zum Ende. Warum und wieso? Weil ihr uns dadurch nämlich hier im YouTube-Algorithmus unterstützen würdet. Also wir werden heute das Tutorial anschließen, meine lieben Sportsfreunde, weil auch wenn jetzt wir hier jetzt durch die Gegend zirren, im Schwertkampf besser werden. Im Schwertkampf besser werden. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Wo ist er denn hinklopfen, Lob? Lasst man. Wir lassen ihn. Er hat ja eh so nichts Großartiges. So, schauen wir, haben wir da schon was? Kräuterkunde 5 von 140. Oder haben wir? Oder haben wir? Nein, haben wir nicht. Weiterkunde lesen müssen wir noch aufhauen. Ich weiß, das ist für den einen jetzt oder anderen langweilig, aber das wird nachher, die, was das Spiel nicht kennen, es wird wichtig im Laufe des Let's Plays wird das wichtig. Warum und wieso, dass ich nichts zum Essen mitnehme? Ist eigentlich ganz einfach, weil wir diesen Moment so nicht brauchen. Also wir brauchen es jetzt im Moment. Wir brauchen Schuhe. Und die kriegen wir da nirgends aus. Schau, den Verband können wir nicht mehr. Karotten haben auch schon keine Haltbarkeit mehr. Da Groschen nehmen wir mit, ist immer wichtig schauen. Wäre jetzt. Man könnte das jetzt nimmer, gell? Das Brot essen wir jetzt einmal. Zeit zum Schließen.
Aber es kann auch passieren, dass er Verbockumanen trifft, Plünderer trifft. Schau, da vorne ist wieder einer. Schau, das ist jetzt so ein Plünderer. So. Da, ein neues Paar Schuhe haben wir. Das ist auch schon immer gut. Dies ist gut. Und dies ist gut. So, jetzt schauen wir mal Rüstung. Wir ziehen uns die Stiefel, die lassen wir jetzt fallen. Dann den ziehen wir um. Schauen wir uns das da auch nochmal an. Jacke, Lederwams hat jetzt 42, nehmen wir A, die Hosen hat 48, 0. Dann der Lederbams. So. Sobald wir jetzt da drin sind, ist vorbei, dann ist das Tutorial abgeschlossen. Jetzt sieht man gleich einig gehen, da war. Warum? Wir haben doch Schuhe. Dann kann man das anbinden. Okay. Ich wähle jetzt bewusst den Weg. Jetzt muss ich gerade ein bisschen das dann drunter schrauben. Jetzt muss ich auf Spiel einstellen, Grafik, Soundtrack spielen. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. So. Skalierfeld, Bildschirmtemperatur niedrig, mittelhoch, sehr hoch, ultra hoch. So. Gerade ein bisschen besser in die Grafik kommt. Das habe ich die letzten paar Mal auch vergessen einstellen. So. Ich wähle jetzt bewusst hier den Weg. Aus dem ganz guten Grund, dass man das ja ein bisschen das nur auszögern kann und dass ich noch ein bisschen vielleicht Vitalität durchs Lauf zusammenbringe. Der Weg ist uns nämlich vorbestimmt. Aber wir werden das schon heute anschließen. Aber ich möchte kurz schauen, ob ich in die Burg komme. Das weiß ich nicht mehr. Und ich möchte ins Haus von meinen Eltern. Zuerst mal.
Oh, schau, der hat die Bissen. So, inventarisch im alles sind. Sollten der nur, das ist nur kaputt. So. 60. Und dann haben wir die fallen lassen. So. Der emotionale Teil. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. So, jetzt möchte ich zuerst schauen, ob wir in die Burg reinkommen. Das weiß ich nämlich nicht mehr, ob das möglich ist. Nein, weil es komplett zerstört ist. Wahrscheinlich wenn wir den Weg da, was wir genommen haben, auch nicht. Ah, nicht. Er wird auch so sein. Ja, der ist auch so. Ja, grünes Haus ist auch schon. Ich glaube, die haben alle kein Geld mehr. So, die können wir jetzt nämlich auch als Schmuck tragen.
Ich merke gerade jetzt schon, ob wir da noch ein bisschen plündern können, selber ein bisschen plündern können nur. Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? So. Wir nähern uns am Ende des Tutorials. Sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Ich hab dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Drückst du es ohne Tamtam raus oder willst du wieder Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. So läuft's also. Du mit Schwert. Wir sehen uns wieder, du Wechselwald! Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr gehört. Heute haben wir alles nicht mehr. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Wir nehmen uns jetzt nur die Gruschen. Okay, wir nehmen uns die Brezen ab. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es nicht gefallen. Jetzt muss ich kurz schauen, wo sie die Schaufel ausrüsten. Da ist irgendwo der Punkt, da wo es... Ah!
doch, genau, da ist er. Das ist ein Chromofanger. Ich weiß nicht, ob wir den Hund als Gefährten dann nehmen können oder nicht, das weiß ich nicht mehr. Also. Ich sage, jetzt geht der emotionale Teil los. Aber es ist eine blöde Idee, wenn wir uns ehrlich sind. Verdammt nochmal. Die Eichenstarre. Soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bishop? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Er ist der, der muss uns das Schwert dort nehmen wird. Was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Ich sehe jetzt ein Treffer und dann sind wir weg. Ich habe das so oft probiert. Bei einem anderen Spielstand, egal was du machst, ein Treffer, du bist weg. Ob du eine Rüstung hast oder nicht. Ich habe dir ja gesagt, wie das werden wird. Der Wichser. Er ist eines Ritters eigentlich. Das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mann. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen!
das ist jetzt das Ende des Tutorials. Das heißt jetzt, wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen eine gute Ausrüstung. Wir müssen jetzt an Heinrich nach oben pushen. Und dann wird es irgendwann einmal im Laufe des Let's Plays uns einer unserer Gegner oder Endgegner oder wie man es auch immer hier nennen mag. Ich habe das damals auf der Gamescom bestellt, das Spiel für die PlayStation. In der Special Box, dann haben sie es genau zum Release haben sie es zugeschickt. Mit einer kleinen geilen Figur. Richtig, also für mich eines der besten Spiele, was ich in meiner Steam-Bibliothek habe. Und hier beginnt es halt. Hier wird man, hier, das ist so quasi unser Dreh- und Angelpunkt. Nachher in den nächsten Folgen. Wir müssen hier jetzt dann schauen, dass wir das Bogenschießen erlernen, damit dass wir eben dann einen besseren Bogen kriegen. Wir befinden uns jetzt im Albtraum von Heinrich. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen umeinander laufen. Also gut, da kriegen wir ein bisschen Agilität zum. Wieder von vorne fahren müssen. Hilfe? Na.
Albtraum ist es. Wo sagen wir, es wird doch einen Kopf geben, kurz bevor das zu Ende ist. Es ist schwer zu ihm, den Tod unserer Eltern rächen. Und viele Fähigkeiten müssen wir lernen. Viele Fähigkeiten. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Es versteht mir um Fieber. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Dummies, ganz logisch. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Die Leute sind gerade so laufen, dass man den nächsten schönen Abspeicherungspunkt kriegt. Oder so. Aber na gut, meine lieben Spaßfreunde. Dies war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Jetzt geht's voran. Das Tutorial ist vorbei und dann schauen wir, wie wir uns dann aufstellen in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben würde mir gefallen, ein nettes Kommentar. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du hier dieses Video schaust, vergisst mal mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!